Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, es wird ruhig um das Dorf. Man merkt es. Man kann nicht mehr wirklich viel bauen. Die Dorfbewohner brauchen eher Häuser und so alles. Und deswegen würde ich heute hier nochmal so einen Zaun drum ziehen. Hier oder hier halt das ein bisschen einzäunen versuchen. Schauen wir, wie wir es machen. Um hier vielleicht noch ein paar Gebäude hinzusetzen. Um halt irgendwie das Dorf doch wohin zu bringen, wo man es hinbrauchen könnte. Weil das ist ja aktuell eigentlich nicht mehr der Zustand. Ich würde mir gerne schauen, die Ernte ist nicht so. Wir tun das Erntefeld mal zeichnen und ziehen das hier alles ab. Das müsste ja locker reichen. Nun andere drüben hier. Den würde ich das hier so hinziehen. Sollte auch passen. Weil es fehlt den Leuten mittlerweile am Platz fürs Wohnen. Und ich würde jetzt ein paar extra Wohngebiete sozusagen ziehen. Und das teilweise halt in der Nähe von bestimmten Wohnorten. Oder da, wo man halt sich, sagen wir mal, sich interessiert auch für. Oder besucht man eine schlechte Weizenernte. Aber ja. Machen wir hier unten noch ein bisschen was. Schauen wir mal, wie denen das gefällt. Ich muss jetzt immer so ein bisschen schauen, weil bei uns könnte jederzeit ein Sturm losgehen. Beziehungsweise eher gesagt ein Gewitter. Die Frage ist halt, wo wollen die denn hin? Warum fehlt ihnen denn der Platz? Und warum haben wir kein Holz mehr? Wo hackt ihr Holz, meine Freunde? Habe ich hier den Abbau unterbunden? Kann das sein? Oder ist es Jagdgebiet? Oh, weil es kein Jagdgebiet ist, ist es kein Forstgebiet mehr, kann ich sagen. Ups, ich glaube, das war der Fehler. Dann wird es hier auf Forstgebiet erstmal. So. Und gleichzeitig wieder Abbau. Das wusste ich auch nicht, dass das so ist, dass das eine Gebiet sich mit dem anderen neckt. Sehr interessant. Aber dann erklärt sich auch, warum wir eine Holz-Shortage haben. Dann tun wir hier Aufforstung rein. Und Abbau rein. So, dann sollte jetzt hoffentlich auch wieder das alles ein bisschen flotter gehen. So, Kleidung hält sie aber auch gut. Verstehe bloß nicht, warum sie hier zum Beispiel hier unten sich wohnen wollen. Dann hätten wir hier und hier, das ist dann alles eingeklemmt außenrum. Ich könnte natürlich sagen, okay, Wohngebiet, beziehen dich hier nochmal um eins raus. Schauen, wie sie da drauf reagieren. Also sie beschweren sich, dass sie kein Wohngebiet haben, obwohl wir hier zugewiesen hätten, hier zugewiesen hätten. Wir haben hier zugewiesen und jetzt hier unten auch noch. Mehr kann ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Die Zufriedenheit ist hoch, aber wir haben keinen Bürger irgendwie mehr. Aber wir kriegen nicht mehr Bürger. In dem Sinne. Weil ich kann jetzt hier nicht zum Beispiel sagen, neuen einen Bergmann befördern. Wir haben viele Sammler, wir haben viele Träger, Weber und alles drum und dran. Ist natürlich beschissen. Hm.
Warum passiert da nichts mehr? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Weil da haben sie sich ja gerne hingesiedelt. Ich würde mich ja fragen, wieso? Wieso ausgerechnet hierhin? That's the question. Rim, dim, 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 dim. Aber Bier haben wir mittlerweile auch schon auf Reserven. Das ist jetzt die Frage, Gottes Willen, was soll ich denn hier machen? Ich sag's euch. Das ist die Frage des Tages. Wir haben schon 23 Monate gespielt. Holla. Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Stone Cutter. Echt viel Stone auf Lager. Vielleicht sollten wir den Verkauf einsetzen von Steinen. Kauft denn jemand Stein? Eher weniger. Aber dann würde ich doch die Stonecutters hier mal in Eisen setzen, oder? Muss ich euch leider sagen, Stonecutting ist nicht mehr so. Wir haben da zu viel aktuell noch. Aber ich hätte für euch einen schönen anderen Job. Auch hat auch mit Steinbrocken zu tun, bloß ein bisschen weiter tiefer. Bin gespannt, wie denen das gefällt. Hätten wir denn noch ein Lagerplätzchen für sowas? Wir erwarten schlecht Wetter und er schreibt sehr gut. Hä? Verstehe ich was falsch? Was ist denn da dran? Sehr gut, dass schlecht Wetter kommt. Hei. So, ab in die Mine, Jungs, Renner. Ich sehe euch noch tiefer. Huch. Ja. Ich gehe dann mal wieder, ne? Wir hätten auf jeden Fall schon mal Eisenerz. Den Köhler habe ich nie aktiviert, ne? So ein Bullshit. Die Frage ist, wenn man ganz blöd fragt, wie zum Fick machen wir das jetzt? Wir kriegen keine neuen Bewohner, wir stehen bei 88 fest. Das ist beschissen. Ich bräuchte, weil wir sind auch bei einer 99%igen Zufriedenheit. Also eigentlich besser geht's ja nicht, ne? Fisch haben wir viel, Pflanzen, ja. Mal auf Bevorraten setzen. Wir müssen jetzt mal kurz warten. Die müssen wir jetzt kurz mal aufhalten. Warnung, diese Ressource wird bevorratet. Bin gespannt, was passiert. Schau an. Sie werden schlau. Jetzt seid ihr auf dem Weg drauf. Weißzettel? Ja, schau an. Eine gute Verbindung herstellen. Das ist doch viel schlauer. Viel, viel, viel schlauer. Wie kann es bevorratet werden, wenn es weniger wird? Ihr bittet down um eine Audienz. Was wollt's denn heute schon wieder? Braut. Der Klerus braucht Brot, weil dann können wir uns gleich den Handelsbonus freischalten, oder? Yo. Ich würde vielleicht ein paar Bürger mal machen. Ob sich das was bringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten so einen bestimmten Punkt erreicht. Wir haben keine neuen Dorfbewohner mehr kommen. Es ist irgendwie sehr ruhig geworden.
Also nicht so ungefähr, wie ich es mir erwartet hätte. Machen wir den Vorrat mal aus. Weil es passiert halt echt. Oh, guck mal. Es hat sich jemand entschlossen, hier unten endlich zu wohnen. Bedeutet, ich werde jetzt endlich die Alley bauen. Warte mal. Das machen wir jetzt richtig gechillt wieder. Baumodus. Machen hier einen Pflanzenbogen hin zu seinem Eingang. Dann machen wir den Zaun wieder. Kann man irgendwie so. Man muss doch irgendwie bestimmt mit Alt oder Shift. Kann man doch bestimmt, wenn man klickt, den Zaun. Ja, perfekt. Ganz easy, Chinesi. Mit. Ei. Ich würde, das sind Bürgerliche und das sind die, die Bürger werden wollen. Ich erlaube es immer euch dreien, euch fünfen. Schaut bitte, dass ihr mir nicht zu viel Ärger macht, okay? So, dann brauchen wir jetzt noch Zierbäumchen. Die machen wir alle zwei hin. Gut, hier kommt dann das nächste Zierbäumchen hin. Und was können wir denn noch machen? Ein Straßenschild erhalten wir hier. Hier vorne kommt noch ein Straßenschild hin. Und hier oben bauen wir dann auch noch einen schnellen Zaun hin. Das ist zicke praktisch, wenn ich wüsste, wo ich circa lang muss. Da ungefähr muss ich hin. Also so. Zaun. So. Müsste ja gleich circa von dem Gebietemanagement. Oh ja, perfekt sogar dazwischen. Nice. Dann ziehen wir das schnell weiter, bevor es hier weggeht. Jetzt shiften wir das hier schnell rüber. Damit die auf keine blöden Ideen kommen, durch unsere Weizenfelder durchzutrampeln. Sondern nur da gehen, wo sie es dürfen. Zack. 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 Ganz schnell und easy. Perfekt. Neues Wohngebiet eingezeichnet. Oder hat ihr uns sogar so ein richtig schickes Haus hingesetzt? Ich würde aber sagen, dass hier der Zaun hinkommt. Das wird sich nicht zu viel bringen, da was zu machen. Wie ist denn deine Attraktivität aktuell? Hoch sogar, nice. Mein Lord, wie vorhergesehen, fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genug Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Weizen, Beeren und Fisch steigert um 20%. Fisch ist geil, dass so viel steigt. Ach, schön, sie bauen hier unten ganz gemütlich. Das ist super. Wie schaut es mit der Attraktivität aus? Die Bäumchen machen schon einiges aus. Hier unten könnten wir auch rein theoretisch nochmal eine Schafstatue reinsetzen. Ich werde jetzt hier eine schnell hinsetzen. Und hat sich der Nächste beschlossen, hier unten einzuziehen. Ja, das ist doch super. Ich glaube, du musst es den einfach nur attraktiv machen. Dann ist für die Welt in Ordnung. Dann ist die ganze Welt für die in Ordnung.
wollte gerade sagen, was braucht denn da? Oder weißt du, war das der Weg, weil er den nicht eingesetzt hat? Ups. Ah, das ist auch schon Next Level Haus. Lala. Dicke Schiff. Oh. Rondondell. Ja, aber ansonsten schaut sie ganz gut aus eigentlich. Man kann halt nicht viel machen, weil wir keine Dorfbewohner dazu kriegen. Mich würde eher interessieren, was machen denn die Bürgerlichen? Essen die jetzt hier oben? Passiert hier mal irgendwas? Für was habe ich das gebaut? Bringt sich das was irgendwann mal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht einfach. Das ist Scheiße. Ich bin ewig keine neuen Leute bekommen. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.